Ja, hallo liebe Freunde von Mühlenbeut News. Hier bin ich wieder und ja, leider heute wieder allein. Vanessa hat einen anderen Termin, aber ich denke, wir bekommen das auch so hin. So, ich lege gleich los und zwar internationales Flair auf dem Christkindlesmarkt. Nicht jeder kann nach Temeswar, Nottingham oder gar Krasnodar reisen, aber der Christkindlesmarkt auf dem Friedrichsplatz ist erreichbar. Im Partnerschaftshäuschen neben dem Brunnen können Besucherinnen und Besucher vom 24. November bis 22. Dezember eine Reise durch die mit Karlsruhe befreundeten Städte, Unternehmen von Nancy, Nottingham über Halle, Temeswar, Rijeka bis nach Krasnodar und Besatzungsmitglieder der Fregatte Karlsruhe kommen zum Abschiedsbesuch. Also ich gehe zum Wurstel und esse meinen Steak weg, aber ist bestimmt interessant. Ja. Jetzt haben wir was ganz anderes und zwar ein Thema, das mich auch sehr, sehr befasst hat, weil ich nämlich eine Begehung gehabt habe dort. Und zwar, die Stadt Karlsruhe lehnt Freilaufwiese für Hunde ab. Ja, braucht Karlsruhe, heißt es, neben seinen herkömmlichen Hundewiesen auch eine umzäunte. Ja, meinen die Grünen und haben einen entsprechenden Antrag gestellt, der am kommenden Dienstag im Gemeinderat diskutiert wird. Ja, die Stadtverwaltung ist von dem Vorschlag allerdings wenig begeistert. Ich bin ja nicht immer einer Meinung mit den Grünen, aber hierzu 100%, nämlich... Die Vorteile einer eingezäunten Hundewiese sind vielfältig. Durch die Einzäunung werden unter anderem die Möglichkeit geschaffen, auch junge Hunde, noch nicht an das städtische Umfeld gewöhnte Hunde, noch nicht erzogene sowie ängstliche oder komplizierte Hunde freien Auflauf zu lassen. Denn durch eine Umzäunung bestünde, so die Grünen weiter, also aber auch ich, nicht die Gefahr, dass ein Tier wegrennt und sich selbst Verkehr oder Passanten gefährdet. Zum Beispiel an der Alp. Ja, da haben wir nämlich die Begehung gehabt und ich finde das eigentlich eine ganz, ganz tolle Idee, aber tja, jetzt warten wir mal ab, was der Gemeinderat sagt. Also ich würde es unterstützen, wenn wir an der Alp so etwas hätten. Ja, und jetzt im Wald beginnt die Holzernte. Vom November bis Februar steht jährlich die winterliche Holzernte im Karlsruher Forst an. Dies bedeutet für die Menschen, die im Stadt- und Staatswald Erholung suchen, verstärkt, bitte auf Hinweisschilder und abgesperrte Bereiche zu achten. Wenn die Bereiche abgesperrt sind, bitte nicht hingehen. Das hat nämlich seine Bedeutung. Ja, haben wir es endlich geschafft. Ja, neues Kapitel für den Karlsruher SC. Ja, die Unterschriften vom Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup und dem KSC-Präsidenten Ingo Wellenreuter unter 5 lange zwischen Stadt- und Sportclub ausgehandelte Verträge machten jetzt endgültig den Weg frei für den Bau eines neuen Fußballstadions im Wildpark. Also, ich bin jetzt auch froh, dass das alles mal ein Ende hat und ich hoffe natürlich, dass der KSC auch wieder mal Erfolge hat und dass sich dann dieser Neubau auch wirklich lohnt. Ja, wir haben heute ein Mehr an Veranstaltungen. Und zwar gibt es noch eine Informationsveranstaltung für Personalverantwortliche. Ganz, ganz interessant. Die Kontaktstelle Frau und Beruf sowie FamilyNet Karlsruhe laden Personalverantwortliche und Führungskräfte für Dienstag, 22. November, dazu ein, sich über lebensphasenorientierte Personalpolitik zu informieren und auszutauschen. Ja, die Veranstaltung von 9 bis 12 Uhr in der Kriegsstraße 240 in Karlsruhe ist für Teilnehmer kostenfrei. Das ist doch mal was. Ja, also Anmeldungen per E-Mail an felder.svenja@bw-bbg.de. Ja, die Platzzahl ist natürlich begrenzt, aber ihr könnt euch Informationen auch holen bei FamilyNet und zwar 62687. Und die 12, ja, also ihr könnt dort anrufen und euch dort nochmal Informationen holen. Hört sich aber wirklich sehr interessant an.
Noch eine Veranstaltung zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, 25. November übrigens, widmen sich zwei Veranstaltungen der städtischen Gleichstellungsbeauftragten. Mein Gott, ist das ein Wort. Der Arbeit gegen geschlechtsbezogene Gewalt geschlechtsbezogene Gewalt. Punkt. So wollte ich sagen. Am Mittwoch, 23. November um 19 Uhr läuft im Internationalen Begegnungszentrum, also IBZ, ein Dokumentarfilm Voice of Violence, Stimmen der Gewalt. Überdies laden Projektgruppe Häusliche Gewalt überwinden und weitere Mitveranstalterinnen für Donnerstag, 24. November von 10 bis 12 Uhr zu einem Frühstück in das IBZ ein. Willkommen zu der Informationsrunde, sind natürlich Frauen und auch Männer. Altersstufen und Herkunft ist egal, insbesondere Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Integrationskursen wären natürlich auch sehr begrüßt. Ja, sie erfahren, was gegen Gewalt im Umfeld zu tun ist, wie sie frühzeitig verhindert werden kann und wo es kompetente Beratung gibt. Was ich jetzt ganz schlimm finde, dass ich sowas heute noch, ja, wir haben 2016, dass ich heute noch sowas bringen muss, Gewalt gegen Frauen. Also, ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht und es, ja, ist fast schon eine Schande. Aber gut. Ich möchte euch jetzt ganz kurz nur darüber informieren, dass wir ein ganz, ganz, ganz tolles Interview geführt haben mit Shabo Klack und der Tanja Silzer. Wer ist Tanja Silzer? Das ist eine ganz, ganz tolle Person, eine Eventmanagerin und wir haben da ein Interview geführt, aber da schaut ihr euch am besten die Mühlberg News Spezial an. Ja, also schaut da rein, ist ein ganz, ganz tolles Interview geworden. Ja, und an dieser Stelle sage ich auch schon mal vielen Dank an Shabo Klack, vielen Dank an Tanja Silzer. Es war ganz toll, es hat mir richtig Spaß gemacht. Danke dafür. So, ich bin schon bei den Geburtstagen und zwar liebe Tine und lieber Jürgen von Against the Wind, heute, ja, letzte Woche hattet ihr Geburtstag, aber da haben wir ja keine Geburtstage oder keine zum Geburtstag gratuliert, deshalb heute, liebe Tine und lieber Jürgen, alles Gute zu eurem Geburtstag. Ja, dann der Reinhold Haus, auch dir alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Lieber Stefan, noch einmal alles Gute zum Geburtstag. Ja, wen haben wir noch? Lia, liebe Lia Müller, auch dir alles Gute zum Geburtstag. Dann haben wir Maiko, ja, wir haben es nicht vergessen, Maiko von Shabo Klack, auch du hattest Geburtstag. Alles Gute nochmal nachträglich. Und Michael Bartholomäus, der ist gerade in Italien, auch dir alles Gute zum Geburtstag. Und dann habe ich die Nelly. Ja, die Nelly vom XL Furore, vom Jamba. Ja, liebe Nelly, auch dir alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag. Ja, das waren die Geburtstage. Und jetzt kommt das Wurstelwetter. Wir haben gutes Wetter, hätte jetzt Vanessa gesagt. Aber wir haben Wetter von 6 bis 15 Grad. Also es ist nicht gerade kalt für diese Jahreszeit. Es könnte etwas kühler sein. Aber es ist trotzdem gutes Wetter. Also lieber Wurstel, du siehst wieder gutes Wetter. Und jetzt hoffe ich mal, die Vanessa hat letztes Mal Schokolade bekommen für ihren guten Wetterbericht. Ich bin mal gespannt, ob ich auch mal Schokolade bekomme für meinen Wetterbericht. Also, das war das Wurstelwetter. Heute ohne Schokolade, vielleicht nächste Woche mit Schokolade. Ja, so, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt hier allein gestanden habe oder bin. Nächste Woche wird die Vanessa natürlich wieder dabei sein, hoffe ich. Ja. Und bis dahin sage ich tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Und vergesst nicht die Mühlberg News Spezial. Schaltet rein, es lohnt sich wirklich. Shabo Klack und Tanja Silzer. Ciao.